Heute bei 112 Retter im Einsatz. Unfall in Friedrichshafen am Bodensee. Ein kleiner Patient in Uhingen. Jetzt guck mal, Herr Schätzer. Und in der Nacht heißt es für die Retter bitte auf Französisch. Da rein, da rein. Sie sind echte Helden, aber meistens im Hintergrund. Wir begleiten 4 Rettungsteams rund um die Uhr und sehen, was es heißt, Leben zu retten. Ich brauche Sauerstoff. Heute sind die Retter in Friedrichshafen am Bodensee, in Koblenz, in Heidelberg und im schwäbischen Uhingen im Einsatz. In 41 Leitstellen im SWR-Land gehen minütlich Notrufe ein. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und die werden dann an die Rettungsteams verteilt. Kochen das Wasser ganz kaube, kann man Hubschrauber beschicken. Über 2 Millionen Einsätze machen die Retter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jährlich. Menschenleben zu retten, das ist unser Job. Ich hab die Nase, ich hab den Helm, du hast den Kopf. Für mich ist einfach ein schöner Tag, wenn keiner gestorben ist. Die Sanitäter sind immer im Team unterwegs und müssen sich aufeinander verlassen können. Als Einzelkämpfer bist du verloren, da bist du aufgeschmissen, da geht gar nichts. Ich bin rum. Ja. Teamarbeit im Rettungsdienst, 100% notwendig. Manchmal ist es eine Hand halten, manchmal ist es eine Stirn abtupfen. Eine Hand auf die Schulter legen. Ganz ruhig, Sie sind so aufgeregt. Die Retter tun alles, um ihre Patienten zu beruhigen. Aber durch Corona ist es nicht einfacher geworden. Maske nicht vergessen. Seit Corona-Ausbruch mit Mundschutz sieht man das Lächeln nicht. Aber genau das ist die beste Medizin, auch für die Sanitäter. Ich will nicht sagen, dass ich ein typisches Helfersyndrom habe. Du bleibst ganz entspannt. Ich halte deinen Kopf fest. Aber ich tue was Gutes. Ich habe Dinge erlebt, die reichen für 4 Menschenleben mindestens. Das ist eine Form von einer Berufung. Und das macht diesen Berufsstand aus, dass man wirklich das auch so lebt. Und es macht Spaß auch. In Friedrichshafen am Bodensee startet das Team der Johanniter in die Tagschicht. Notfallsanitäter Sascha kommt an diesem Morgen mit dem Motorrad zur Arbeit. Sein Team, bestehend aus Azubi Alex, der kurz vor dem Abschluss steht, und Rettungssanitäter Olaf, bereitet schon den Rettungswagen vor. Ich habe noch 2 Monate und dann bin ich endlich fertig, Gott sei Dank, wenn alles gut geht. Wir waren jetzt 3 Jahre zusammen, kam als kleiner Bubele und hat sich so schön entwickelt, ganz toll. Und jetzt geht er in die Prüfung. Und immer aufräumen. Na, ich freue mich. Also wie gesagt, mit dem Alex, ich hoffe, dass wir die erste Tour zusammenfahren. Natürlich habe ich mal ein bisschen meinen Einfluss auf den Dienstplan einfließen lassen. Und die ersten 3 Schichten, die der Alex als Notfallsanitäter haben wird, wird er mit mir haben. Na, ihr Vögel, habt das Auto gefunden. Wollt ihr es gerade da reinpassen? Die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst und endet mit einer großen Abschlussprüfung. Ich versuche, im Alex jetzt zur Prüfungsphase noch der letzte Feinschliff zu geben, sodass er gut in die Prüfung kommt und noch besser in den Berufsalltag starten kann. Der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Gerade hat das Team einen Patienten ins Krankenhaus gebracht. Da kommt schon der nächste Notruf. Sagen Sie mir jetzt genau, was passiert ist. Ein Verkehrsunfall. Motorrad gegen PKW, haben Sie gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Über den Pieper wird das Johanniter-Team über den Einsatz informiert. Du, mir einen Verkehrsunfall hast mitgekriegt? Um Azubi Alex für die anstehende Prüfung fit zu machen, stellt Sascha heute das Team im Wagen kurzerhand um. Sascha, gib mir das EKG. Der Alex würde gerne mit mir vorne sitzen. Aha. Ich fahre. Ist das okay? Er will es halt gern. Ja, ja, passt. Gib mir einen Schlüssel, ich fahre. Man muss sehen, was ist an der Einsatzstelle. Wie stehen die Autos? Wie ist schon vielleicht die Kinematik? Und wenn man hinten drin sitzt und die Tür geht auf und du weißt nicht, wo du bist, du hast nichts gesehen, du kannst keine Lagemeldung machen, du bist völlig verloren. Kurz vor der Prüfung darf Alex endlich nach vorne. Dafür hat Teamkollege Olaf Verständnis. Wir kommen da hin und wenn du was siehst, sagst du mir, wie du das einschätzt. Dann sagst du mir, wie du was machen willst. Okay? Ja.
Innerhalb von 10 Minuten nach Meldungseingang sollen die Sanitäter laut Gesetz am Unfallort sein. Zeit, um sich vorzubereiten. Bei Motorradfahrern mit Verkehrsunfall, wo dann sogar direkt Notarzt mitgefordert wird, ich habe gedacht, der liegt da zerlegt jetzt da auf der Straße und wir müssen gucken, wie wir das jetzt da hinkriegen. Das Risiko für einen Motorradfahrer, bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu werden, ist 4-mal so hoch wie für einen Autofahrer. Noch wissen die Retter nichts Genaues über den Zustand des Patienten. Ja, wir sind auf Versorgung. Dementsprechend angespannt erreichen sie die Unfallstelle. Wir haben gesehen, ein Auto und ein Motorrad. Und vor diesem Motorrad lag dann praktisch dieser Motorradfahrer, so halb im Grünstreifen drin. Das Erste ist halt immer, hoffentlich lebt er noch und hoffentlich kann man ihn noch so weit versorgen, dass das alles noch im Rahmen ist. Ja. Die Notärztin ist auch gerade an der Unfallstelle angekommen und braucht Unterstützung. Vakuum auf die Trage, Beckenschlinge drauf. Machen wir Vakuum drauf, bitte. Also, gut, dann doch lieber mit Hubschrauber. Dann Hubschrauber, sobald. Dann lieber gleich, ja. Hubschrauber, oder wenn du fühlst, es jetzt taub an. Ich werde dann deine. Du machst jetzt mal Orga. Du machst jetzt mal alles Orga, ich mach das andere drumherum. Dann guck ich nach dem Hubi. Wenn da. So, einer wird mit mir, oder hat mir schon jemand eine Infusion gerichtet? Ja, ist hier. Genau, die gibt sie mir einfach mal her, die schließe ich an. Was für mich echt mal beruhigend war, ist, wie wir kommen sind, dass der Notarzt gesagt hat, wach, ansprechbar und im Moment Kreislauf stabil. Klaus, ich bin der Dritte hier, hinter dir, du siehst und hörst mich nicht. Ja. Klaus, nicht erschrecke, ich tu dir dieses Halsband. Ich bin Motorradfahrer, ich weiß, wie du dich fühlst, gell? Ja. Du meldest dich bei mir, wenn irgendwas ist. Ich bin hier am Kopf. Ja. Ich hatte voriges Jahr einen Sturz, wo ich mir die Rippe gebrochen und die Lunge gequetscht habe. Ja, habe ich auch die Erfahrung. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn wir auf die Seite und dann die Schaufel trage, wäre am besten, weil der Helm muss runter, sonst können wir gar nicht mobilisieren. Da würde ich jetzt sagen, Klaus, mach dich ganz steif. Ja. Du hast genau, den Handrücken richtig. Hat jeder was? Ja. Eins, zwei, drei. Okay, alles klar. Gut, ganz langsam. Ich hab den Kopf, alles ist in Ordnung. Ortswechsel ins schwäbische Uhingen, Kreis Göppingen. Hier ist eine von 40 Rettungswachen der Malteser in Baden-Württemberg. Notfallsanitäterin Jessica checkt wie immer routinemäßig den RTW. Der Job gibt mir ganz viel. Die Dankbarkeit von den Patienten kommt einfach zurück, dass man auch den Patienten sichtlich helfen kann in dem, was man eigentlich tut. Er fordert aber auch ganz viel, sowohl körperlich als auch psychisch. Das gleicht sich aber dann so mit dem, was man bekommt eigentlich von den Patienten, so ein bisschen wieder aus. Auch Teamkollege Franz ist schon lange dabei. Die Arbeit auf dem Rettungswagen ist natürlich belastend, ja? Weil wir ja nicht vorhersehen können, welche Situation erwartet uns beim nächsten Patienten. In der zentralen Leitstelle geht ein Notruf ein. Einer von ungefähr 400 am Tag, die von hier aus an die Rettungsteams verteilt werden. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Dieser Einsatz geht an das Malteser-Team. Sind Sie jetzt direkt bei Ihrem Sohn? Ich habe die Rettungskräfte bereits alarmiert zu Ihnen. Dann auf dem Display Verbrühung Kind, 4 Jahre. Kochendes Wasser, ganz Körper kann ein Hubschrauber beschicken. Ich sag ja. Verbrennungen ab Grad 2b können bei kleinen Kindern lebensbedrohlich sein, wenn mehr als 10% der Haut betroffen sind. Denn dann kann es zu einem Kreislaufschock kommen. Wir bekommen immer schon auf Anfahrt mit, beziehungsweise an der Einsatzmeldung steht schon dran, ob ein Notarzt mit auf Anfahrt ist. Und über Funk dann auch mitgeteilt, ob eine Polizei mit auf Anfahrt ist, ob eine Feuerwehr mit auf Anfahrt ist oder eben ein Rettungshubschrauber. Gut, wenn das tatsächlich Ganzkörper ist, dann gucken wir, dass wir einen Hubschrauber kriegen. Ja, klar. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Groß. Sollen wir schon mal abfragen? Über Funk kam dann raus, dass der Christoph 65 schon mit auf Anflug gewesen ist. Nicht das Zimmer. Sieht fast so aus. Und wie heißen Sie? Ich nehme mal Ihr EKG auch noch mit. Ja, ich gehe den Kinderkoffer dann noch schön holen. Noch herrscht völlige Unklarheit über den Zustand des Kindes. Panne zerbrochen. Ich mag keine Panne drüber. Okay.
Da, oh je. Sonst noch irgendwo? Ja. Die Beine sehen gut aus, Spatzel. Das ist gut. Das machen wir auch. Wenn man weiß, man geht zu einer Verbrühung oder auch Verbrennung zu Kindern, da erwartet man Geschrei. Jetzt guck mal her, Schätze. Guck mal. Du kriegst deiner was drauf. Es wäre komisch gewesen, wenn es ganz ruhig gewesen wäre. Guck mal. Da kommt nachher so ein ganz tolles, rotes Licht raus. Das tut nicht weh. Versprochen. Das machen wir hier jetzt um den Finger schön rum. Okay. Komm her. So, mir ihn schön zudecken, Franz. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, wie das Zimmer so toll rot leuchtet, okay? Alles gut. Kriegst du gut Luft? Geht es gut? Nicht, da? Probier mal ganz tief einzuschnaufen. Probier mal tief einzuschnaufen. Geht nicht, da? Okay. Alles gut. Guck mal. Guck mal. Die liegt ganz locker drauf auf dir. Die Mutter hat bei dem Kind das Optimalste eigentlich schon erledigt, also die nassen Klamotten ausgezogen, gekühlt, auch schon zugedeckt, damit nicht zu viel Wärme verloren geht. Ja, das wird gleich warm, okay? Versprochen. Okay. Die Kommunikation mit so kleinen Patienten ist in dem Fall einfach wichtig. Die lassen sich relativ gut noch von dem ganzen Spektakel ablenken, wenn man mit denen einfach kommuniziert. So hatte der Franz dann die Chance, sich die Wunden in Ruhe anzugucken, ohne dass jetzt der kleine Mann gleich hier wieder Angst und Panik bekommt. Wie schwer die Verbrennungen bei dem vierjährigen Jungen sind, lässt sich noch nicht einschätzen. Aber der Notarzt und der Helikopter sind schon auf dem Weg. Zurück in Friedrichshafen am Bodensee. Auch hier ist der Rettungshubschrauber im Anflug, denn ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Für die Sanitäter ist zu diesem Zeitpunkt noch alles offen und vieles denkbar. Ob jetzt die Wirbelsäule verletzt ist, ob ein Lungenflügel kollabiert ist, ob man im Becken einblutet, ob ein großer Röhrenknochen gebrochen ist. Kopf noch beteiligt ist, dass genau. Der Kopf, der Helm zwar vieles abgehalten hat, aber nicht alles. Ne? So. Klaus, ist das ein Klapphelm? Nein. Kann ich da die Polster rausziehen? Okay, Klaus, dann. Wir machen es so. Nicht den Kopf heben, ich hab den Kopf. Wir machen es so wie? Warte, ich gerade. Ja. Wart. Habt ihr den Kopf? Ich hab den Helm. Olaf hat den Kopf. Okay, langsam. Klaus, du machst gar nichts, ich mach das. Ich tue die Nase runterdrücke und weiter. Kann ich machen. Langsam. Ja. Gut, alles klar, so. Es geht schwer weiter. Zieh rein, genau. Ich hab die Nase. Ich hab den Helm, du hast den Kopf. Sascha, ich hab den Kopf. Ich hab ihn auch. Okay. Chris, gibst du uns mal das Stiffnick? Ja, hier ist Stiffnick. Alles gut, mein Großer. Das kriegen wir noch mal geregelt, gell? So ein Mach ihn gerade was an den Fingern, okay? Mach ihn gerade jetzt was an den Fingern. Der hat ein kurzer, kleiner Hals, gell? Ja, ich mach auch Sport. Gut. Olaf, und du lachst den Kopf nicht mehr los, bis wir es sahen, ja? Ich hab den Kopf. Der Kopf wird, bis der Körper komplett immobilisiert ist, nicht mehr losgelassen. Man braucht Empathie, gerade wenn man jetzt am Kopf ist. Man redet mit dem Patienten, ja, sagt ihm. Du meldest dich bei mir, wenn was ist. Ich bin immer bei dir, ja? Gut. Ist dir im Moment kalt? Es geht. Das waren die Beine. Mal mit den Zehen, warte, geht das? Nur mit den Zehen, das geht. Fällt aus, nimmst du es drücker. Ja, zurück. Ja, aber fühlt es taub an nach wie vor? Bisschen pelzig halt. Beide Beine, beide. Ja. Okay. Und linke tut ein bisschen mehr. Das linke ist mehr, wie heißt es? Dadurch, dass es ja irgendwann gehiesen hat, dass er Kribbeln in die Beine bekommt, ist das für uns ein Anzeichen, es könnte Wirbelsäule-Symptomatik sein. Du kriegst jetzt von mir ein bisschen Sauerstoff, ja? Einfach, weil du nachher Schmerzmittel kriegst. Ja. Und dann ist es ein bisschen auf 9. Und dann ist es ein bisschen einfacher auf, nachher. Wir machen Folgendes. Und nicht erschrecken, da kommt der Hubschrauber. Nach wenigen Minuten erreicht der Helikopter der DRF-Luftrettung den Einsatzort. Die eingesparte Zeit des Lufttransports kann für den verletzten Motorradfahrer lebensrettend sein. Sauerstoff ist dran. Sauerstoff ist dran. 9, habe ich verstanden. Danke. Die Beckenschlinge mal bitte raushole. Das übergeordnete Traumazentrum ist Ravensburg. Das ist so 25 Kilometer weg. Ich bin bei dir. Das wird jetzt ein bisschen lauter, ja? Und der Heli überbrückt einfach mal kurz 10, 20 Minuten. Der ist da ruckzuck, ist der da durch. Im ersten Halbjahr 2020 rückte der Rettungshubschrauber allein im Raum Friedrichshafen schon 519 Mal zu Einsätzen aus. Traumatasche. Gib's raus, komplett die Tasche. Wenn er in die Luft geht, steht immer ein Leben auf dem Spiel. Du sagst mir, wenn dir schlecht wird, ja? Ja.
Zurück im schwäbischen Uhingen. Ein kleiner Junge hat Verbrühungen an der gesamten Brust erlitten. Franz und Jessica sind vor dem Notarzt vor Ort und wissen mittlerweile genau, was dem Kleinen passiert ist. Die Mama hat berichtet, dass sie morgens in einer Glaskanne Tee kochen und er darf eigentlich immer die Teebeutel reinwerfen. So war es an diesem Tag auch. Nur leider hatte die Glaskanne, warum auch immer, einen Platzer, die ist praktisch zersprungen. Und in dem Augenblick hat es natürlich dann das Kind erwischt. Also eine ganz normale Alltagssituation, wie sie in jedem Haushalt in Deutschland vorkommen kann. Nur kurze Zeit später kommt die Notärztin dazu. Mit brühendem Wasser, die haben gekocht, ist leider zerplatzt. Die Kanne übergossen, die Brust. Guck mal, ist so und die Ellenbogen. Unten im Schritt ist alles gut. Da ist alles gut. Ja, aber da brauchen wir keinen Hubschrauber. Nee. Da brauchen wir keinen Hubschrauber. Warum das Kind letzten Endes nicht mit dem Hubschrauber weggegangen ist, war eine Entscheidung von der Notärztin, ja, weil ihre Einschätzung einfach demnach war, dass es die nächstgelegene Klinik versorgen kann, weil keine Transplantationen notwendig sind und somit einfach dem Kind auch ein weiter Weg erspart bleibt. Da hätte ich mal ein nasses Verbandtuch. Bin ich erschrecken, das ist wieder ein bisschen kalt. Der kleine Junge wird mit einem Spezialverband für den Transport vorbereitet. Eine Kühlung ist nur in den ersten 10 Minuten nach dem Unfall sinnvoll. Danach ist einfach die Gefahr von einer Unterkühlung vom Patienten einfach zu groß. Deswegen haben wir initial dann auch darauf verzichtet, das Kind eigentlich weiter runter zu kühlen, sondern uns auf eine Wundabdeckung konzentriert und auf den Wärmeerhalt. Solche emotionalen Einsätze gehen den erfahrenen Lebensrettern immer besonders nah. Aber Jessica hat in ihren 7 Dienstjahren gelernt, professionell damit umzugehen. Mitgefühl zeigen, ja, gerade bei Kindern. Gehst du hinten hoch? Okay. Alles Mama ist da. Gehen wir gleichzeitig. Ja, 1, 2, 3. Die ganze Situation zu sehr an sich ranlassen, geht gar nicht, weil wir sind zum Leben retten jetzt da und alles andere wäre unangebracht. Bist du mal Krankenwagen gefahren? Ja. Ja, echt? Warum denn? Mit der Mama? Na, jetzt fahren wir wieder Krankenwagen. Bei der Fahrt ins nächstgelegene Krankenhaus verzichten die Sanitäter auf den Einsatz von Blaulicht und Sirene, um den kleinen Patienten nicht noch mehr zu ängstigen. Schon sind wir da. Der 4-jährige Junge hat sich auf der Fahrt dank der Fürsorge des Teams vollkommen beruhigt. Teddybär kriegst du auch noch von mir. Der gehört dir, weil du so tapfer warst, schon. Wir haben auf dem Rettungswagen so ein kleines Goodie, was einfach zur psychischen Stütze bzw. psychischen Behandlung von so Kleinen immer ganz gut ist, gerade wenn es in so Ausnahmesituationen sind. Da hilft Spielzeug eigentlich immer. Und deswegen haben wir einen kleinen Teddybär auf dem Rettungswagen, wo wir dann einfach bei Bedarf immer rausgeben. Alles fit? Ja? Sehr gut. Gut. Jawohl. Und hinten sind wir runter. Die Diagnose war letztendlich Verbrühung 2. Grades. Ja, größer gleich 10%, die ohne Narbenbildung eigentlich aushält. Die hat das echt auch so, guck mal. Ja. Das ist ja ohne Stress und ohne. Das ist auch nicht so typisch, dass die Eltern mal richtig reagieren. Du, ich war im ersten Moment richtig irritiert, weil wir sind rein und dann war das schon ausgezogen, schon gekühlt. Ist okay. Da weiß jemand, was er. Ja, also da war so, haben gedacht, darf ja auch mal gut laufen. Die Mutter des Kleinkindes hat alles richtig gemacht. Und erleichtert fahren Franz und Jessica zurück zur Wache. Tatsächlich durfte ihr kleiner Patient nach 3 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen und wird, auch dank der Retter im Einsatz, keine Narben zurückbehalten. Zurück in Friedrichshafen am Bodensee. Der verunglückte Motorradfahrer hat große Schmerzen im Rücken und klagt über taube Füße. Innere Blutungen, aber auch Lähmungen sind möglich. Deswegen muss der Patient jetzt schnellstmöglich in die Neurochirurgie nach Ravensburg geflogen werden. Das Team des Rettungshubschraubers kommt hinzu. Oh je. Hallo. Schwierig mit den. Hi. Hi. Hallo, das ist alles. 50-jähriger Patient mit diversen Vorerkrankungen, vor allem makromarisiert, hat eine ICD auch, der als Rollerfahrer unterwegs war. Die passen auch gut auf dich auf, ja? Er sagt, er sei nur 10 km/h gefahren, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das aussieht, das glaube ich nicht. Der stand, genau.
Der Stand, warum ist der Stand? Der Stand, weil stockender Verkehr war ganz klar. Okay, verstehe. Der Motorradfahrer hat gestanden und der Autofahrer ist hinten drauf gefahren. Hat auch mal kurz vielleicht in die Wiese geguckt oder sowas. Sowas passiert, ist so menschlich. Und hat ihn halt getroffen. Er klagt im Wesentlichen über starke Rückenschmerzen, Pelzigkeitsgefühl beider Beine. Okay. Ja, ist alles gut. Und er hat Oberbauchschmerzen rechts. Okay. Ja, ansonsten kein Arzt. Also das Schlimmste ist der Rücken. Du hast ein bisschen Schmerzmittel bekommen, jetzt lass mal das wirken und dann sagst du uns, wenn es noch weiter wehtut. Dann gibt der Doktor auch noch was, ja? Okay. Routinemäßig untersucht der Notarzt des Rettungshubschraubers den Verletzten vor dem Transport. Machst du da weh? Im Rücken? Ja. Okay, aber hier im Becken nicht, oder? Nee. Der Patient hatte starke Schmerzen, sodass wir auch, bevor wir ihn praktisch umlagern, ihm auch noch ein starkes Schmerzmittel gespritzt haben. Was war's? Fentanyl, was Fentanyl, glaube ich. Genau. Wir schaufeln dich gleich einmal auf mit einer Schaufeltrage, dass wir rüberkommen in diese Vakuummatratze. Ja. Das ist wie so ein Bett, das dann ganz hart wird. Ja. Genau. Dass wir dich ein bisschen immobilisieren können, dann kannst du dich nicht mehr so bewegen. Okay? Okay. Und dann kommt auch noch so eine Schlinge um dein Becken. Ja. Das ist einfach dafür da, dass wenn da was wäre, dass wir das schon mal komprimieren, dass da nichts passiert, okay? Das ist ein bisschen eng und unangenehm, aber das ist besser so, okay? Der Alex ist halt, er lebt für seine Medizin. Da ist kein Poser, sondern der Alex macht das Richtige, ja. Andere Seite. Möglichst steif machen, möglichst steif machen. Genau. Gleich ist geschafft. Hände weg, hoch. So, oben ist drin. Ja, okay, gut. Ja, super. Das Ziel ist noch studieren, was in Richtung Medizin. Das wäre so langfristig der Plan. Alle bereit? Ja. Jetzt ja. Eins, zwei, drei. Guck mal, wenn hier einfällt. Genau. Asches, warte mal, ich nehme es seitlich ab. Alex will alles, was im Rettungsdienst passiert, will er wissen. Und der saugt alles, was Medizin ist, saugt er einfach ein wie so ein Staubsauger. Möchtet ihr noch was im Moment? Blutdruck wird noch dran gemacht. Kriegt ihr 96. Ein guter Arzt wird er definitiv, aufgrund des Fachwissens. Aber ich sage immer, es ist die Länge des Weges, was es einfach ausmacht, dass er dazu wird. Die drei Teams vor Ort arbeiten Hand in Hand. Mit vereinten Kräften wird der Verletzte auf eine Spezialmatratze umgelagert, die seine Schmerzen während des Fluges minimieren soll. Eins, zwei, drei. So schonend wie möglich verladen die Helfer den Patienten in den Hubschrauber. Langsam, da stoßt ihr an. Ihr müsst alles reinschauen. Ja, mach ich. Genau, ja. So, ich hab die Finger weg hier. Insgesamt drei Crewmitglieder und ein Patient passen in so einen Rettungshubschrauber. Einfach rein. Ihr rattert der Lüfte. Denkt man schon, ey, hoffentlich geht das gut mit dem, hoffentlich ist nichts an der Wirbelsäule, hoffentlich hat er keine innere Blutung oder innere Verletzung oder sowas. Natürlich denkt man das schon. Ob dieser Patient jemals wieder Motorrad fahren kann, wird sich zeigen. Immerhin hat er den Unfall überlebt. Und die Retter haben wieder alles dafür gegeben. Das Erlebte aber müssen auch sie jetzt erst einmal verarbeiten. Als Motorradfahrer kriegt man immer Tränen in die Augen, wenn man sowas sieht. Ja, das glaube ich. Ach, mein. Ich wünsche was. Ciao. Ja, danke. Das ganze Team braucht jetzt die Rückfahrt zum Runterkommen. Denn noch wissen sie nicht, dass ihr Patient höchstwahrscheinlich wieder ganz gesund wird und dann auch wieder Motorrad fahren will. Nach meinem Unfall mit dem Rippenbruch und mit der Lungenquetschung, da bin ich noch einmal ein bisschen noch vorsichtiger und fahre noch einmal ein bisschen vorausschauender. Aber langsamer nicht, noch langsamer kann man mit dem Motorrad nicht fahren, sonst werde ich umfallen. In Koblenz am Rhein beginnt auf der Johanniterwache die Nachtschicht. Heute im Team sind Rettungssanitäterin Nadine und Notfallsanitäter Raphael. Nadine, es ist schon eine eher quirlige Persönlichkeit. Also es wird definitiv nicht langweilig. Aber ich sagen wollte, wenn wir heute einen Einsatz haben, vielleicht nicht nur Koffer und Monitor mitnehmen, sondern auch noch immer die Sauerstoffflasche mitnehmen. Raphael ist eigentlich immer gleich. Also der ist immer bedacht, immer verhalten, habe ich das Gefühl, immer strukturiert. Aber vielleicht ein bisschen öfters wie sonst. Sagen wir mal so. Als. Danke. Entschuldigung.
Also durchaus positiv gemeint, ne? Absolut nicht negativ behaftet. Seit einem Jahr sind die beiden ein eingespieltes Team. Nee, privat haben wir nichts. Privat haben wir nichts miteinander. Nee. Ja, das stimmt. Aber das liegt vielleicht auch daran, wir wohnen auch nicht um die Ecke. Also vielleicht wird sich das auch mal ergeben mit den Kindern, dass man da was zusammen macht. Der Jonas sagt, er hat etwas Süßes gekauft. Oh, was hast du denn gekauft, Joni? Ich weiß nicht. Käse und Schokolade. Darfst du die denn essen jetzt? Nein. Blöd, oder? Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Familie im Westerwald. Zwei Jungs haben wir inzwischen. Der eine ist jetzt 6 Jahre alt, ist eingeschult worden jetzt vor kurzem. Und der Kleine, der ist jetzt 2,5. Dann sei schön brav, Jona, ja? Ja. Gut. Meine Tochter heißt Kaylee, ist 9 Jahre alt. Die Kaylee eben. Na gut, Mama, dann gute Nacht. Ich drück euch die Daumen. Nadine arbeitet gut zu, denkt mit. Man hat halt immer einen Hinterhand, den man noch mal fragen kann und da auch eine kompetente, gute Antwort kriegt. Das ist ein großes Kompliment. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich immer alles mache, was du sagst. Ne? Aber toll. Ja. Unterdessen geht ein Notruf in der Leitstelle ein. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Was genau ist passiert? Alles klar. Ich schicke Ihnen Hilfe zu, ja? 284-1, Leitstelle. 284-1 hört. 284-1 ist Signal, Abobrechtstelle. Das ist so verstanden. Meldung Schlaganfall heißt für uns immer Zeit. Bei einem Verdacht auf Schlaganfall wird deswegen immer mit Sonderrechten gefahren. Ein Gefäß verschließt und im Grunde genommen ist dieses Areal mehr oder weniger nicht mehr zu retten. Aber das umliegende Areal, um diese primäre Schädigungszone, die ist durchaus schon noch zu retten, indem der Patient möglichst schnell versorgt wird. Und viel Zeit bleibt dazu nicht. Normales Lösezeitfenster sind halt 4 Stunden ab Erstsymptomatik. Insbesondere ist es natürlich auch so, dass nicht jeder Patient sofort anruft. Viele denken, ja, geht schon wieder weg und warten dann halt erstmal ein bisschen, dann ist dann schon mal eine halbe Stunde weg. Welche Hausnummer war das? Dann müssen wir anfahren, Patienten retten, ins Krankenhaus fahren, telefonieren. Im Krankenhaus muss noch ein CT gemacht werden. Dann sind natürlich diese 4 Stunden schnell weg. Hallo, nicht erschrecken. Senior vom Rettungsdienst. Die Patientin ist ansprechbar und Notfallsanitäter Raphael beginnt sofort mit dem ersten Check, der Befragung zu Symptomen und eventuellen Vorerkrankungen. Ich stand in der Küche gesessen auf dem Stuhl, hab noch mit der Tochter gemäht nach Göttingen gehen, ja. Und stehe auf und dann werde ich mir schummerig. Und ich habe mich dann an den Schrank und an den Herd entlang hier hingestellt. Mein Sohn habe ich angerufen, aber der ist selbst ja. Also wann genau ging das los? Mein Nachmittag, das war vielleicht um 5. Und dann bin ich von drüben, von der Fernsicht hierher nochmal. Darf ich mich mal setzen? Ganz ruhig, Sie sind so aufgeregt. Ich auch. Ja. Ich habe auch die Panikattacken zu tun. Das ist auch noch das. Bei älteren Menschen ist dann halt oft auch noch das Problem, teilweise sind die neurologisch schon vorher krank. Die sind also diagnostisch schwerer einzuschätzen, also ob da jetzt wirklich Schlaganfallsymptome vorliegen oder ob das vielleicht beispielsweise Symptome von einem alten Schlaganfall sind. Das ist halt schwierig für mich manchmal. Man möchte ja keinen Fehler machen, logischerweise. Das linke Bein, was macht das genau? Das zuckt so. Lassen Sie locker. Das war das Schlimmste. Der Fuß war das Schlimmste. Was genau hat der? Sie sind ja so? Ja. Der richtig hochlegerisch. Wir warten gerade noch den Blutdruck ab und dann mache ich mal so 2, 3 kleinere Tests mit Ihnen, ja? Dass es der Patientin nicht gut geht, ist offensichtlich. Raphael will jetzt erstmal ausschließen, dass die Seniorin einen Schlaganfall hat. Dieses FAST-Schema, woran wir so eine Erstdiagnostik halt machen können, das sind halt 4 Buchstaben, die stehen halt für Face, Arm, Speech and Time. Mit diesem einfachen Test können selbst medizinische Laien Schlaganfallsymptome überprüfen und frühzeitig erkennen. Wir gucken uns den Patienten an, schauen, hängt da ein Mundwinkel, kann der Patient die Augenbrauen hochziehen. Das würde zum Beispiel, wenn das nicht funktioniert, für eine Faciales-Parese sprechen. Das ist halt ein klassisches Symptom. So, Gesicht sieht ja unauffällig aus. Ne? Jetzt tun Sie mir einen Gefallen, jetzt halten Sie mal beide Hände so hin und jetzt machen Sie mal die Augen zu. Dem zweiten Buchstaben Arm ist halt gemeint, hat der Patient auf beiden Seiten gleiche Kraft. Ja,
Das sinkt man nichts ab. Sollte er eine Schwäche auf einer Körperseite haben, würde der betroffene Arm bei geschlossenen Augen einfach runtersinken. Wenn Ihre Mutter so redet, klingt das für Sie normal, so wie sie immer redet, oder klingt das in irgendeiner Form für Sie verwaschen oder so? Nö, ne? Als erstes für Speech spricht der Patient noch ganz normal. Das T ist dann halt Time. Passt das mit dem Lysezeitfenster überhaupt? Also wenn der Patient sagt, ich habe das jetzt schon seit 2 Wochen, ist natürlich anders einzuschätzen, wie wenn er sagt, das kam eben. Es hat mich wie ein Schlag getroffen und plötzlich waren die Symptome da. Ich glaube, Sie haben keinen Schlaganfall. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja? So, gut. Auch wenn der Schlaganfall relativ schnell ausgeschlossen war, sie hat schon glaubhaft versichert, dass irgendwas mit ihrem Bein nicht stimmt. Die Situation ist für das Johanniter-Team nicht leicht einzuschätzen. Und das Problem mit dem Bein könnte ein ernstzunehmendes Alarmzeichen sein. In der Medizinstadt Heidelberg verläuft die 12-stündige Nachtschicht auf der Rettungswache vom Roten Kreuz bisher ungewöhnlich ruhig. An stressigen Tagen gilt es für die Teams des DRK, wie Patrick und Bosco, pro Schicht bis zu 16 Einsätze zu bewältigen. Was denkst du, wie wird die Nacht? Ultra entspannt. Ich glaube nicht, dass da halt irgendwie groß was läuft. Und wenn es ruhig wird? Noch besser. Gönnen wir uns das. Bosco ist sowohl privat als auch im Einsatz ein absoluter Gute-Laune-Pol, der es immer schafft, sowohl auf der Wache als auch beim Patienten so eine gute Grundstimmung hinzukriegen. Ich habe aber nichts gehört. Es liegt an mir, ich weiß. Genau, du bist schuld, Bosco, wie immer. Ja, der Patrick ist auch so ein Hammertyp im Einsatz. Man kann sich auf ihn verlassen. Das finde ich an Patrick super echt. Die Kommunikation und die gute Laune. Noch ist das Team grundentspannt. Aber das wird sich gleich ändern, denn es geht doch noch ein Notruf ein. Notruffeuerwehrrettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Noch während der Anruf aufgenommen wird, machen sich Bosco und Patrick schon auf den Weg. Ich schicke Ihnen Hilfe zu, ja? Machen Sie sich bemerkbar. Die Einsatzmeldung in diesem Fall war ein Fahrradsturz an einer Unterführung. Ich habe ein komisches Gefühl. Welcher? Ich glaube, der ist kaputt. Wer kaputt? Der Patient. Mir war bewusst, dass in diesem Eck des Stadtteils eine Unterführung ist, die relativ steil ist. Mit ein bisschen Pech ist er geradeaus in eine Betonwand eingeschlagen. Patrick befürchtet das Schlimmste. Da rein, da rein. Das geht auch. Ja. Durch mein merkwürdiges Bauchgefühl in der Situation habe ich Bosco ein bisschen Druck gemacht. Hier links über die Brücke, nach der Brücke gleich wieder rechts. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es dem Patienten massiv schlecht geht. Achtung, Bodenwelle. Was für mich sehr ungewöhnlich ist, dass ich so Druck mache. Da rein, hier rein, Bosco, da rein. Genau, das war ungewöhnlich. Du warst ungewöhnlich nervös. In nur 7 Minuten erreicht das Team den Einsatzort. Und Patricks schlimmste Befürchtungen bestätigen sich zum Glück nicht. An der Einsatzstelle angekommen, gab es für mich so ein bisschen Entspannungsphase. Es war nicht die Unterführung, mit der ich gerechnet hatte. Was ist passiert? Ich bin mit Fahrrad runtergegangen. Ja. Und hier ein bisschen verletzt. Und ja. Sie spürt ihr Handgelenk, sie denkt, das Handgelenk ist verstaucht. Handgelenk ist eventuell verstaucht. Ja, ein bisschen, aber nicht viel okay. Eigentlich. Also kam ziemlich viel Blut. Tut hier am Hals irgendwas weh? Nö, es geht. Nee. Okay. Tut das weh? Nö, es geht. Keine Schmerzen, kein Nichts? Nö, es geht. Geht? Geht. Okay. Wirbelsäule frei. Etwas, okay. Etwas Blut verloren. Hier tut's weh? Ja. Hier tut's weh und hier tut's weh? Ja, ein bisschen. Da. Okay. Da. Mal hier viel, aber ich denke, das nur. Sind Sie auch auf dem Kopf gefallen? Nee, hier. Okay, hier, okay. Ja. Dann mal bitte mir in die Augen gucken und die Augen weit aufmachen. Wird mal hell. Weiten gleich prompt, das passt. Gut. Schwindel. Nee. Dreht sich's im Kopf? Nee, es geht. Geht. Tut irgendwas am Brustkorb, an der Hüfte weh? Sehr weh. Nur hier und hier? Ja, und da. Okay.
Ist das Wasser oder Blut hier unten? Hier Blut, aber von hier. Alles vom Kinn da. Ja. Ja. Das ist Blut, Wasser. Blut. Hier auch. Ja. Okay. Das ist nur von hier, glaube ich. Das sind 20, 30 Milliliter. Die Versorgung der Patientin hat sich erstmal auf die großen Knochen beschränkt. Einfach um abzuchecken, ist irgendwas Großes gebrochen, was viel blutet, was die Patientin zu einem kritischen Patienten machen würde. Alles gut. Okay, trauen Sie sich zu, einmal aufzustehen? Est-ce que tu peux te mettre debout? Oui, je pense. Au revoir, parlez français. Ah, stimmt, das ist dein Metier, Bosco. Frag mal, ob es jetzt schwindelig ist. Hey, ça va dans la tête maintenant? Ça va. Ou bien, ça fait du carousel? Non, ça? C'est vraiment là, j'ai mal en vrai. Non, non. Le poignet. Ok, merci. Venez avec nous alors. Okay. C'est comment le nom? Moi, Justine. Moi, c'est Bosco. Okay. Enchanté, Justine. Bosco bringt die französische Austauschstudentin in den RTW. Ihre Freunde können jetzt nicht mehr für sie übersetzen. Aber Bosco hilft auch da gerne weiter. Es kommt oft vor, dass ich wirklich andere Sprache verwende. Und da fühle ich mich auch wohl. Wow, es hat sich gelohnt, verschiedene Sprachen mal zu kennen. Ich würde sagen, wir machen das noch mal ordentlich sauber. Ich bin dabei. Verbinden es dann. Ja. An sich wird ja eine kleine Kompresse und ein Streifen Volco reichen. Da müssen wir keinen riesen Verband drum machen. Wir sind entspannt hier. Das muss einmal genäht werden. Okay, wirklich? Ja. Muss ich zur Klinik gehen? Ja, weil wir es nicht selbst nähen können. Ah, scheiße. Wahrscheinlich mit zwei Stichen wird die genäht und deswegen sollte die Patientin einmal in die Klinik fahren. Ah. Okay, il faut juste la laisser la main tranquille. Ja. Vor allem hat sie nach Schmerzen an der betroffenen Hand geklagt. Dann habe ich ein Kühlpack drauf gemacht. Ja, heiß. Angenehm. Angenehm. Oh, sie hat sich gefreut. Oh, das tut so gut. Non, 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 non. Moi, je viens d'ici. Moi, je suis allemand. Je suis allemand noir. Ok, ouais. C'est beaucoup de temps en France ou pas? Non, 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 non. Vraiment bien français. Ah, merci beaucoup. Hein. Par contre, je parle tout le temps allemand. Dadurch, dass Bosco Französisch gesprochen hat, hat sich die Patientin gleich deutlich beruhigt und die Stimmung war gleich deutlich aufgelockert und sehr viel entspannter. Là, j'y vais quelques fois pour faire des vacances. Ok. Ouais. Mais sinon, mon pays, c'est l'Afrique, se trouve dans l'Afrique de l'Est. C'est Burundi. C'était la colonie belge. Dementsprechend habe ich auch den Transport vollständig an Bosco übergeben und habe gesagt, komm, ich setze mich hinter das Steuer und fahre euch in die Klinik und dann kannst du mit der Patientin hinten bleiben. 2381, aufgenommen, normal in die Chirurgie. Name kommt gleich über Draht. Patrick ist glücklich, dass seine Vorahnung nicht eingetroffen ist. Und Bosco vertreibt der Patientin den Weg in die Uniklinik mit einem kleinen Plausch. Ben oui, j'ai une femme allemande, mais elle parle aussi français. Comme ça, mes premiers jours ici, quand je parlais pas encore allemand, on pouvait communiquer en français. Das Uniklinikum Heidelberg wurde über die Ankunft der Patientin schon informiert, damit sie direkt behandelt werden kann. So. Hallo. Hallo. Kann ich runtergehen und so? Geht doch. Nur von mir aus. Es ging tatsächlich nur um die Platzwunde. Und als Zusatzdiagnose haben wir dieses Handgelenk, das ihr geschmerzt hat, dass dort ein Röntgenbild gemacht wird, um auszuschließen, dass nicht was gebrochen ist. Von meiner Untersuchung her würde ich sagen, dass es eher nur geprellt ist. Und so war es auch. Die geprellte Hand wurde verbunden, die Wunde am Kinn genäht und Justine konnte noch am selben Abend das Krankenhaus wieder verlassen. In Koblenz wurde das Johanniter-Team zu einer Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall gerufen. Aber das scheint nicht das wahre Problem der Seniorin zu sein. Wir haben natürlich eine Einsatzmeldung am Handy bzw. über den BOS-Funk bereits bekommen. Aber das muss nicht unbedingt immer stimmen, weil auch der Leitstellendisponent, für ihn ist das ja auch schwierig. Er bekommt ja lediglich das Telefonat von Angehörigen oder vom Patienten selber und muss dann aufgrund von einem Telefonat letzten Endes schon eine Verdachtsdiagnose formulieren. Nee, ich habe nur gesagt, linke Bein, der linke Fuß am schlimmsten, den habe ich nicht. So eine Schwäche im linken Fuß. War denn heute irgendwas mit dem linken Bein? War gar nichts heute. War da irgendwas Besonderes? Das fing also wirklich von jetzt auf gleich an. Na, mit dem Bein. Ja, sie sagte, das Bein würde sich schwer anfühlen, sie könnte es nicht richtig bewegen.
Das klang schon so, als wäre sie besorgt, dass mit ihrem Bein irgendwas nicht stimmt. Fühlt sich das denn normal an, wenn ich das hier anpacke? Nee, die Füße. Ja, spüre ich auch. Ja, Fuß ein bisschen kühler. Ja, was ist das? Ja. Wieder mit dem Fuß anfing, da fing das auch. Jetzt wieder mit der Panik an. Und dann, also da kann ganz schlimm sein. Die ältere Dame leidet regelmäßig unter Panikattacken. Das verstärkt ihre Sorgen gerade massiv und setzt einen Teufelskreis in Gang. Ich versetze mich immer in den ihre Situation rein. Also ich denke häufig, was ist denn, wenn ich irgendwann mal alt, alleine daheim sitze und plötzlich tut irgendwas weh oder ich kriege keine Luft. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man Todesangst hat. Beschreiben Sie mir noch mal ganz kurz, was Ihr Fuß macht. Also was Sie an Ihrem Fuß stört. Wenn ich stehen möchte und möchte weiter. Keine Gewalt. Dann ist der Fuß ganz schwer. Ich habe das Gefühl, der Fuß ist schwer und ich komme nicht weiter. Sanitäter Raphael spürt, das bedeutet etwas. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das linke Bein etwas kühler ist wie das rechte. Also wir können Sie gerne mal zum Doktor bringen, dann kann der mal gucken. Kann ja auch durchaus sein, dass Sie irgendwo ein kleines Gefäß verstopft haben. Ja, das war eben schon ein bisschen kühler. Ich hatte vielleicht auch an einen Gefäßverschluss gedacht, weil die Dame auch beschrieben hat, es würde so ein bisschen kribbeln, das Bein. Wie lange haben Sie das denn schon? Auch schon länger, also kann nicht von jetzt sein. Raphael hat eine Vermutung, was der Patientin fehlen könnte. Bei einer Thrombose ist das Gefäß verstopft durch Blut. Blut hat sich zusammengeklumpt und das verstopft das Gefäß. So, und die Tasche, wollen Sie die nehmen? Soll ich die nehmen? Die kann ich schon wieder jetzt, gell? Ja. Die Thrombose selber ist nicht lebensbedrohlich, aber das, was daraus entstehen kann, das könnte lebensbedrohlich sein. Das wäre dann die Lungenembolie. Da wäre denn ein Gefäß, das die Lunge versorgt, verschlossen. Und die Lunge könnte ihrer Aufgabe der Sauerstoffversorgung nicht nachkommen. Und das wäre lebensbedrohlich. Das Sanitäterteam kann die Thrombose nicht ausschließen und fährt die Patientin ins Krankenhaus. Da schaukelt jetzt ein bisschen, ne? Ja, das macht ja nichts. Wie so Ameisen laufen? Ab wo denn ungefähr? Ab wo? Nur der Fuß. Und dann habe ich halt schon gedacht, ja, war es auf jeden Fall gut, dass wir es jetzt mal mit ins Krankenhaus genommen haben. Entdeckt man eine Thrombose früh genug, kann die Krankheit heutzutage gut medikamentös behandelt werden. Ja, es regnet, ne? Wir beeilen uns mit dem Reinkommen. Die Patientin wird mitten in der Nacht direkt auf die zuständige Station im Krankenhaus gebracht und dort sicher an die Ärzte übergeben. Alles Gute Ihnen, ja? Ja, ich danke Ihnen. Sie waren so lieb. Beide. Sehr gerne. Tschüss, ruhigen Dienst euch. Gute Besserung, ne? Die Sanitäter zeichnet in solchen Fällen vor allem eines aus: Empathie mit den Patienten. Die Oma, die vielleicht gestürzt ist und alleine daheim lebt und man sich da 15 Minuten mehr Zeit nimmt, einfach um sich neben die Oma auf die Couch zu setzen und sich ein bisschen von ihrem Leben anzuhören, das sind Einsätze, die bewegen. Raphael hat bei diesem Einsatz seinem Bauchgefühl vertraut. Zum Glück für die Patientin, denn tatsächlich hatte sie eine versteckte Thrombose, die im Krankenhaus entdeckt wurde. 4 Wochen später ist die Seniorin wieder zu Hause. Sie ist noch in ärztlicher Behandlung und den Rettern sehr dankbar. Deren Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass es ihr heute schon besser geht. Die Rettungskräfte haben mir sehr geholfen. Sie haben sich sehr, sehr bemüht und versucht zu finden, wo dann nun die Ursache dafür liegt. Und haben dann geforscht, ob es eine versteckte Thrombose eventuell ist. Wirklich ein dickes, dickes Lob an die beiden. In der nächsten Woche bei 112 Retter im Einsatz. In Koblenz ist eine Dame gestürzt. Oh, jetzt den Stuhl. Stuhl. So, hinsetzen. Halten Sie mal Ihren Arm fest wieder. Und die Rettung aus dem 4. Stock bereitet den Sanitätern große Sorge. Nochmal zur Sicherheit. Wir müssen es runterschaffen. Sonst müssen wir uns was anderes einfallen lassen, ja? Meine größte Sorge ist dann halt immer, dass die Patienten kollabieren. In Friedrichshafen am Bodensee hat ein Urlauber rätselhafte, aber lebensbedrohliche Beschwerden. Ich weiß nur Schwindel, ich hab hier auf einmal alles weg. Mhm. Bin ich hier im Liegen wieder aufgewacht. Okay. Und mir unbekannte Personen am gegenüber. Okay. Den Urlaub, den kannst du nachholen. Aber den Papa, den kannst du nicht mehr holen, wenn da mal was passiert. Und in Uhingen wird es emotional für alle Beteiligten. Happy Birthday to you! Hans!
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Trotz allem. Ja, genau.